Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Mifcom und zwar mit dem Avatar Pandora Gaming PC R7 7800X3D RTX 4080 Super für 2.999 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIPCDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows-Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen bei uns im Videovorschläge-Kanal auf Discord von Andy95 und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Also es kommt grob hin. Wir haben hier ein MSI-Mainboard auf dem Bild, eigentlich ist ein Gigabyte drin. Der RAM, der stimmt, die Wasserkühlung stimmt auch, das Gehäuse natürlich auch. Die Grafikkarte leider nicht, weil hier ist die Grafikkarte sogar festgeschrieben, es ist keine Supreme, aber es kommt ganz grob hin. Also ihr seid nicht hart enttäuscht, wenn das bei euch zu Hause ankommt, weil irgendwie Lüfter fehlen oder so. Das ist schon irgendwo in Ordnung. Zumal Mifcom halt immer drunter schreibt, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten, bitte beachte die jeweilige Auswahl im Konfigurator. Ja, ist für einen Laien, der sich einen PC bestellt, manchmal nicht so einfach, aber es kommt grob hin. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse, das ist ein Be Quiet Shadow Base 800FX. Das bringt schon 340 mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind und 140er im Heck. Dementsprechend habt ihr oben noch die Wasserkühlung und dann habt ihr roundabout einmal Lüfter drin. Das Teil hat eine Meshfront, ist qualitativ auch völlig in Ordnung, das Gehäuse überhaupt kein Problem. Ich finde es in Ordnung, in dem Preissegment gut gewählt. Das Ding ist halt, es ist relativ groß. Ne, müsst ihr euch mit anfreunden, aber die Komponenten, die da drin sind, sind ja halt auch nicht irgendwelche Billo-Komponenten, sondern die Grafikkarte, die dabei kommt, auch noch so eine Triple-Fan und so. Da muss einfach Platz drin sein, damit die Komponenten auch Luft kriegen. Und das kostet 174,85 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Könnt ihr wie immer ganz easy mit 6000er laufen lassen, im Idealfall mit CL30. Ja, ich weiß, wir haben in letzter Zeit viel AMD. Ich denke, ihr habt alle mitbekommen, was im Moment mit Intel los ist, deswegen tue ich mich gerade auch so ein bisschen schwer, solche Intel-Sachen ja, zu empfehlen. Und außerdem der 7800X3D, der ist einfach so sauschnell, für einen Gamer perfekt geeignet. Ich würde niemals hergehen und jemandem dann Intel empfehlen, es sei denn, er macht irgendwie Videoschnitt oder so, dann bietet sich das schon an. Aber zum Zocken ist einfach der 7800X3D der beste. Natürlich, es gibt noch einen 7950X3D und so, aber preis-leistungstechnisch ist der echt super. Und sofern ihr irgendwie streamen wollt oder so, der kann das auch. Und der kostet 355 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B650 Aorus Elite AXV2. Der B650 schützt das Reich ganz dicke aus für diesen Prozessor. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 2 Slots zum Erweitern. USB-Erweiterungskarte oder eine Capture-Card, was auch immer ihr da reinschmeißen wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In, Netzwerkanschluss 2x USB 3.1, 5x USB 3.0, 4x USB 2.0, USB Typ C ist mit am Start, die Onboard-Grafikanschlüsse bitte einfach nicht benutzen, benutzt die der Grafikkarte und WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss. Jetzt wurde vor kurzem mal in den Kommentaren geschrieben, hey, mir ist aufgefallen, schon des Öfteren, hier steht doch USB 3.2 und hier doch auch, warum ist der dann nur 3.0 und der hier nur 3.1? Die Hersteller modeln sich das so zurecht, wie sie es brauchen. Die gehen dann anhand der Transferrate einfach davon aus, dass das dann 3.2 ist oder 3.1 oder sonst was. Das Schöne ist, Geizhals schlüsselt das hier auch nochmal auf. Und hier sieht man 2x USB-A 3.1, 5x USB 3.0, wie ich es eben vorgelesen habe. Deswegen lasst euch nicht von diesem Aufdruck auf der I.O.-Blende irgendwie verwirren. Geht nach den Angaben hier von Geizhals. Aber ansonsten ist das wirklich ein vernünftiges Board. Ich hätte mir in der Preisklasse etwas Besseres gewünscht, aber es reicht dicke aus. Das Elite ist ein gutes Board. Also ist kein Micro-ATX-Geschisse oder irgendwie so ein Einsteigerding. Es ist okay, aber wenn ich 3.000 € ausgebe, möchte ich schon was Besseres drin haben. Und das kostet 181,11 € bei 0%Shop.de oder bei Notebooks billiger oder bei Amazon. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4080 Super 16 GB, in dem Fall die Gigabyte Gaming OC. gebt auf diese OC-Geschichte bitte nichts, weil das sind vielleicht 3-4% mehr Leistung gegenüber einer Stockkarte, weil sie irgendwie einen Takt ein bisschen angehoben haben, whatever, das merkt ihr eigentlich kaum. Dennoch, die 4080 Super, natürlich eine gute Karte für WQHD und 4K-Gaming. Wenn ihr genauere Werte wollt, guckt euch den FPS-Test in der Videobeschreibung an, passt aber gut hier rein. Und die kostet 1089 € bei 0%Shop.de oder bei Mindfactory oder Notebooks billiger. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 6000 Corsair Vengeance RGB 2x16 GB. Wie immer Thematik hierbei, die haben einen aufgeführten Punkt Speicherlatenz, schreiben das aber nicht da rein. Ihr habt zu allem eine Angabe, aber nur zur Speicherlatenz nicht. Warum? Dann lassen die sich das offen. Das, was sie gerade am Markt kriegen, CL40, CL36, wenn es gut läuft, 32er oder CL30. Wir gehen jetzt mal vom schlechtesten Fall aus, CL40. Dennoch ist es 6000er RAM. Da trauen sie sich zumindest dran, obwohl AMD sagt 5200 und dann Schluss. 32 GB in der Preisklasse, ja, ist okay. Es wäre Luft gewesen für 64 GB, seht ihr auch gleich noch. Aber 32 reichen für die Gamer normalerweise aus. Eventuell sogar 48, gibt es ja auch. Aber so an und für sich kann ich gar nicht meckern. Ich finde es einfach nur wieder schade wegen den Timings. Wir müssen jetzt das Schlechteste nehmen. Ich habe auch eben nachgeschaut, der CL30er würde 3 € mehr kosten. Und der kostet 132,99 € bei Galaxus. Die SSD ist eine 2 TB Western Digital Black SN850X. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6600 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Sauschnelle SSD, 2 TB finde ich gut, dass sie es genommen haben. Ich kenne 3000 € Systeme, wo nur 1 TB drin ist. Es wäre noch Platz da gewesen für mehr. Tatsächlich in Kombination sogar mit dem RAM und einem besseren Board, das seht ihr gleich noch alles. Aber es ist erstmal okay, dass sie es genommen haben. Die Geschwindigkeit, ja, erwartet man bei dem Preispunkt. Braucht ihr als Gamer theoretisch auch nicht. Aber schön, dass es da ist. Und die kostet 147,99 € bei eBay über Saturn oder direkt über Saturn oder Mediamarkt. Sowieso der gleiche Laden. Hier nochmal Mediamarkt, eBay und dann kommt irgendwann Mindfactory mit 362 €. Also keine Ahnung, wo das herkommt. Das Netzteil ist ein 850 Watt Corsair RME 2023 vollmodular. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80+ Gold zertifiziert und wie der Name schon sagte, vollmodular. ATX 3.0, 850 Watt, reicht ganz dicke für das System. Der Prozessor haut sich unter Last so 80, 90 Watt rein. Die Grafikkarte, sage ich mal, 300 bis 400 Watt, je nachdem. Ihr könnt ja auch noch ein bisschen übertakten oder was. Reicht ganz dicke. Und das ist qualitativ auch völlig in Ordnung. Kann ich überhaupt nicht meckern, ist okay. Und das kostet 119,88 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Be Quiet Pulop 2FX 360mm Wasserkühlung. Hat eine Herstellergarantie von 3 Jahren, kommt bei uns in der Community nicht so gut weg, weil die wohl ein bisschen lauter ist und auch so leistungstechnisch, sie ist in Ordnung. Aber es gibt bessere Wasserkühlung. Eigentlich ist eine 360er auch schon fast viel zu viel für den 7800X3D, aber bei den Temperaturen jetzt gerade draußen ist das vielleicht auch nicht schlecht, wenn man die dann hat. Mal ganz davon ab, passt es sich natürlich gut an das Design an von dem Gehäuse. In dem Gehäuse sind auch diese lustigen Lüfter drin mit diesem Ring, das sieht also alles schön gleichmäßig aus. Von daher, ja, ist okay. Und die kostet 105,06 € bei Amazon. Windows und so weiter ist leider nicht mit dabei, dafür aber 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return. Finde ich immer schön, wenn sowas mit dabei ist. Könnt ihr auch nochmal einzeln berechnen. Die meisten nehmen für ein extra Jahr so 70, 80 €. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2305,88 € und das System kostet 2999 €. Da habt ihr jetzt einen Aufpreis von knapp 700 € gegenüber Selbstbau natürlich. Wenn ich dieses System so jemanden schicke wie Krotos, MyPC, von mir aus Systemtreff oder sonst wem, der die Teile halt da hat, die bügelt euch das wahrscheinlich für 200 € zusammen. Qualitativ kann ich da gar nicht großartig meckern. Wir haben das gleiche Thema wie immer, wir wissen nicht, welche Timings wir kriegen beim RAM. Ja, okay, drauf geschissen, der Rest ist geil, aber zu teuer. Ich finde das immer sehr schade. Wenn das jetzt 300 € gewesen wären, hätte ich gesagt, oh, ja, aber kann man machen. Aber es sind halt knapp 700 €. Wenn er jetzt das Jahr Garantie extra abzieht, sei er bei 630 oder was. Aber nein. Und ich habe hier bei Krotos mal so durchgescrollt. Also wir haben ja sonst immer Dubaro, Systemtreff, MyPC oder whatever. Jetzt nehmen wir mal wieder Krotos. Der hat auch so ein System. Hier ist genau Luft zwischen. Also der hat 2385 und 3300. Und ich dachte, ich suche einen 3000 € PC. Aber er hat einen passenden für den Preis. Ist jetzt natürlich nicht das Gehäuse. Also das 800er. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr aber sehr wahrscheinlich Krotos schreiben. Das ist so ein kleiner Laden in Bochum. Dann sagt ihr, ich will anstatt das Gehäuse, möchte ich gerne ein 800er, wie das jetzt hier bei Mifcom. Dann macht er das auch. Also wie eben schon gesagt, 2.385 €. Wir bekommen das End-of-Day AX 700 ARGB, auch ein starkes Gehäuse, qualitativ natürlich nicht mit dem zu vergleichen von Be Quiet, aber es ist völlig in Ordnung, hatte ich schon im Test, hat auch Airflow, bringt auch die Lüfter mit und so weiter. Wir bekommen den gleichen Prozessor, wir bekommen auch eine 4080 Super, jetzt habe ich die günstigste genommen. Die liegt im Moment bei 999 €, die Gigabyte-Karte von eben, auch die 4080 Super, liegt bei 1.089 €. Man weiß ja auch nicht genau, was man da bekommt. Kann auch passieren, dass ihr die Gigabyte kriegt, weil er die mal irgendwann günstig geschossen hat. Aber ich kann es halt nicht festschreiben, deswegen nehmen wir die billigste. Wir bekommen auch 32 GB DDR5 6000 MTS CL30 2x16 GB. Ist zwar jetzt kein Corsair mit Bling Bling, sondern stinknormaler RAM, macht aber auch seinen Job und hier wissen wir die Timings. Das Board ist ein Asus ROG Strix B650EF Gaming Wi-Fi. Würde ich dem Elite tatsächlich vorziehen. Ist eine reine Geschmackssache. Es ist technisch auch ein bisschen besser, ja. Aber es ist ein saugeiles Board. Hier nur mal, damit ihr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Ich meine sogar, er hat es bei diesem Vorschaubild drin gehabt. Ja, das sieht sogar ganz stark danach aus. Aber man sieht auch, er hat eine Gainward-Karte. Die Gainward-Karte liegt aktuell auch bei 999 €. Ich glaube, die haben wir sogar drin. Das kann auch eine Palette sein. Die kosten beide das gleiche. Was die SSD angeht, kriegen wir auch eine sauschnelle SSD, auch mit 2 Terabyte hier drin. Die Arctic Liquid Freezer 3 360 ARGB finde ich persönlich auch ein bisschen besser als die Be Quiet, allein schon durch den dickeren Radiator. Die hat mehr Kühlleistung. Ist bei dem Prozessor auch relativ latte, ist ja der gleiche Prozessor, aber sie hat mehr Kühlleistung. Das Netzteil ist ein ADATA XPG Core Reactor 2 VE 850 Watt Gold. Ja, das ist jetzt so ein kleiner Wermutstropfen. Das ist nicht so gut wie das Corsair-Netzteil, erfüllt aber auch seinen Job. Hat auch die gleiche Wattanzahl, ist auch Gold zertifiziert. Ich habe gerade nochmal geguckt, es hat tatsächlich ATX 3.1, also schon den aktualisierten 3.0 Standard. Ob die Teile in dem Netzteil besser sind, weiß ich nicht, aber der Stecker ist schon anders für die Grafikkarten mit diesen kürzeren Sensoren, Dingern und was nicht alles sich da geändert hat. Das könnt ihr jetzt mal mit euch selber ausmachen, was ihr besser findet. Das ADATA oder das Corsair. Was hier auch noch ist, Windows 10 Testversion vorinstalliert ohne Key, kann man natürlich dann kostenfrei auf Windows 11 upgraden, sofern man einen Key hat. Habe ich jetzt nicht reingeschmissen bei Geizhals. Er installiert es zwar vor, Mifcom hat überhaupt kein Betriebssystem drauf, er installiert es vor, aber es ist halt kein Key dabei, deswegen packe ich es jetzt auch nicht bei Geizhals rein. Und schauen wir uns da mal die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.200,43 € und das System kostet 2.385 €. Ist gegenüber Selbstbau ein Aufpreis von 185 €. Klingt besser als knapp 700. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt wirklich das Gehäuse wollt, dann könnt ihr das natürlich auch hier konfigurieren oder ihr schreibt ihr eine Mail oder ihr ruft da an. Das ist jetzt kein riesengroßer Schuppen, ist wie gesagt ein kleiner Laden. Ich war da auch mal vor Ort, ich habe mir das mal angeguckt. Ich war schon bei mehreren SIs vor Ort. Und ja, dann könnt ihr wahrscheinlich das Gehäuse einfach ändern lassen. Also ich finde das echt schade. Mifcom qualitativ echt gute Sachen genommen, gar keine Frage, aber wie immer zu teuer. Die Alternative ist 2 Klicks weiter. Ihr könnt wahrscheinlich auch bei Dubaro was finden oder bei Systemtreff oder bei MyPC oder wie sie alle heißen, wo ich jetzt mal öfters so Videos mache, wo ich denke, ach ja, das passt, ne? Aber ja, das hier ist definitiv zu viel. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.